So, und da sind wir auch wieder. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Let's Play Mist Survival. Ja, wir haben hier immer noch Gäste an der Tür. Ist mir aber eigentlich gerade egal. Wir haben das Drying Rack aufgefüllt. Ich glaube, ich baue mir noch eins dahin. Das Ding ist nur, also ich werde mir auf jeden Fall noch eins hinbauen. Das können wir eigentlich schon mal hinstellen, weil wir haben gerade eh nichts Besseres zu tun. Das Ding ist nur, wir brauchen dafür sehr viel Schnüre. Und dafür müssen wir Blätter sammeln und so. Also wir haben... Alter. Wir werden immer mehr. Wir sollten mal gucken, dass wir im Laufe der nächsten Folgen Herr über die Zombie-Plage werden, nachts. Also selbst beim Nebel sind die ja nicht so akku. Ich meine, klar, ich habe jetzt halt noch ein paar Sachen laufen. Apropos, das wollte ich nur laufen lassen. Ich habe noch ein Stuff dafür. Hier rendert Fett. Ich habe Fett im Inventar. Nicht nur im Inventar. Ich meine, ich könnte die auch alle über den Haufen ballern, aber ich will eigentlich Munition nicht dafür verschwenden. Very bad, very bad, very bad, very bad. Cool. Oh, wie lange geht denn... Oh Gott, die Nacht geht noch ewig. Was mache ich nicht mit denen? So, können wir hier noch irgendwie was Produktives machen? Okay, also wir haben jetzt ein paar Sachen, die wir aufgestellt haben, die noch gebaut werden muss. Generator machen wir, aber den brauche ich hier nicht im Haus. Was das ist, wissen wir noch nicht, aber wir haben es schon mal. Hier, so Stuff wäre halt dann sehr gut für. Aber eigentlich würde ich schon gern... Naja, Floodlight. Ja, das Ding, das Problem ist... also ich meine, Licht wäre natürlich super. Die Frage, ob Licht die abhält. Also so Feuer und so lockt die ja gefühlt mehr an. Vor allem ausruhen müsste ich mich ja eigentlich auch mal. Und ich habe halt keinen Stuff hier zum Stuhl bauen. Ich hab immer mehr. Ach ja. Wir machen hier an sich keine Sachen kaputt, hey. Ich hätte schon Bock drauf, ne, aber... Das Problem ist, wenn ich schlafen gehe, die kommen instant rein. Die brechen safe irgendwo rein. Ich probiere es einfach mal. Warte mal, ich speichere mal vorher ab. Nicht? Ja, dann. Junge, was ein geiler Sound. So. Alter. Ist jetzt Ruhe, oder was? Die waren ja ätzend. Okay, das ist... hätte ich nicht gedacht, dass ich einfach durchschlafen kann, aber gut. Ich brauchte Holz. Also, wir brauchen Schnüre. Ich habe aber Schnüre, meine ich, irgendwo auch gesammelt. Frage, ob ich noch welche habe oder ob die schon alle verbaut wurden. Könnte auch sein. Also, was brauchen wir denn für Schnüre? Lashing. Für Lashing brauchen wir Blätter und Tree Bark.
Ich hab die Tür offen gelassen, ne? Ich hoffe, da kommt jetzt keiner. Gut. So, das wurde der Dame zugetragen vorhin. Genau. Wunderbar. Feuerholz haben wir auch wieder. Aber ich hoffe, ich habe auch normales Holz mitgenommen. Das Lederding machen wir zuerst. 6 Stück brauchen wir dafür. Ach Gott, nee. Okay, ich brauche Blätter. Und zwar sau viele. 6. Warte, wie viel brauche ich für einen? 8. Ich brauche nochmal 8. 8 Blätter brauchen wir noch. Wir sind im Wald. Das sollte ja hoffentlich machbar sein, Blätter zu finden. Ich meine, wir können bei der Gelegenheit auch noch einen Baum fällen. Komm, ich fäll mal einen Baum. Entschuldige. Platt. Okay, wir müssen unbedingt... Also Blätter sind ein hohes Gut, allein halt wegen den Schnüren. Und wenn ich einen Baum fäll, kommen halt Blätter runter. Das ist jetzt meine Intention. Und die Baumrinde nehmen wir natürlich trotzdem mit. Brauchen wir auch als Anzünder und so. Davon haben wir zum Glück mal ein bisschen was. Oh, das Messer ist kaputt. Das ist doof. Okay, das heißt, ich muss mich nach einem neuen Messer umsehen. Kann auch sein, dass ich noch eins hab. Okay, bald mal was essen, was trinken. Ich weiß gar nicht, ob es hier Schnee oder halt Winter gibt. So, liegen hier noch ein paar Blätter rum. Ich habe gerade einen ganzen Baum gefällt. Da wird ja hoffentlich 1, 2, 3 Blätter sein, oder? Wie haben wir denn jetzt? 11. Willst du mich verarschen? Ich meine, Holz brauchen wir eh. Das ist nicht das Problem. Ich habe kein Messer mehr. 11 Blätter. Wir sind im Wald und ich finde keine Blätter. Ein Blatt. 12. Fehlen noch 4. Komm schon. 3 fehlen noch. Du hast nichts für mich, ne? Du sitzt einfach nur ganz cool rum. Schade. So ein Blatt oder ein. Oder so was in der Art. Blatt, 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 Blatt. Komm schon. Ein Blatt. Beziehungsweise 3. Ich bin in einem Wald. Ich sehe hier ja überall Blätter. So ist es nicht, aber ich kann die nicht nehmen, oder was? Wow. Habe ich schon Platz im Inventar für einen Baum? Ja. Auch geht auch nur im Survival-Game. Achso, ich wollte mir ein Messer holen. Stimmt. Mann, 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 Mann. Gut, wir haben fast alle. Messer. Oh, ich habe kein Messer mehr. Das ist ein Problem. Da sollte ich gucken, dass ich hier mal bald Reparaturzeugs rankriege. Also extra habe ich ja ohne Ende. Ich könnte der doch auch unserer Gleitung hier auch eine Axt in die Hand drücken. Damit kann sie vielleicht ein bisschen mehr anfangen. Wo ist sie denn? Hallo? Wie nenne ich sie eigentlich? Sollte ihr mal einen Namen geben? Oder hat sie einen Namen? Wo ist sie denn? Ach, da ist sie. Hi, wie heißt du nochmal? Kate. Yes. Yes. Du kriegst die Axt. Dafür nehme ich mir die bessere. Ich brauche das Messer. Du schaffst hier weniger als ich. Das ist ein Fakt.
Ich brauche. Kann ich das Ding hier irgendwie. Wir reden hier von was? Zwei Blättern. Willst du mir jetzt nicht erzählen, dass ich hier keine Blätter finde und dass ich dafür extra einen Baum fällen muss? Alter. Ein Blatt noch. Ich brauche nur noch ein beschissenes Blatt. Dann bin ich, also wenn das beschissen ist, ne, das kann auch sauber sein. Aber, Mann. Ja. Oh mein Gott. Und dann brauchen wir noch Nägel, aber Nägel habe ich noch im Schrank. Okay. Gears habe ich zwei. Nägel haben wir aber genug. So. Lashing. Damit wir das Leder endlich mal aufspannen können. Ha, noch ein Blatt. Warte, jetzt nicht das falsche Ding aus Versehen bauen. Das Ding wollten wir bauen. Ich kann ja nur ein Leder reinhängen. Okay. Und dafür brauche ich auch wieder Dinge. Was brauchte ich hierfür? Scraps, ein Gear. Ja, okay. Components, Electronic Parts. Das habe ich alles da, aber ich brauche ja noch einen Generator. Das bringt mir auch nichts. Ah. Dann stopfen wir dem hier mal noch das Zeugs da rein. Das Zeugs da rein und das Zeugs da rein. So, okay. Und Fuel. Go. Go. Gut. Hier müsste auch Kohle sich sammeln. Also Kohle haben wir, da nehme ich jetzt keine mehr mit. Kriegen wir durch die ganzen Feuer raus. Das Ding wollte ich noch starten. Dafür brauche ich noch Streichhölzer. Die hatte ich hier irgendwo mal noch. Ja. Hälfte reicht ja locker. Gut. Okay. Es wird. Das Ding, ja, das wird dann ein bisschen brauchen. Wir brauchen sehr viel mehr Blätter und auch, ja, am besten finden wir Schnüre, schon fertige Schnüre. Also wir müssen nochmal looten gehen. Und ich sollte was trinken und was essen. Wir hatten die Flaschen hier, da mache ich mir die da mal voll. Und ich hau mir mal so ein Ding rein, mal gucken. Ich meine, ich habe es jetzt extra hergestellt, die Kartoffel, ja, die... Kann ich die einfach auf den Grill legen? Nur so. Als Backkartoffel. Das geht. Warte mal. Man kann die einfach auf den Grill legen, das ist gut zu wissen. Das Maschinengewehr nehme ich wieder aus dem Inventar raus. Bin froh, wenn ich es nicht brauche. Die Shotgun mache ich, denke ich, auch raus. Ich nehme vielleicht die Pistole mit, wenn ich jetzt looten gehe. Mit bisschen Munition. Wie sieht's hier aus? Well done! Kartoffel ist well done. Das ist ja nett. Gut. Kriege ich das auch raus, oder? Boah, läuft halt jetzt noch ein bisschen. Dann lauf du mal noch ein bisschen. Das Ding rendert.
Dann haben wir auf jeden Fall nochmal genug Fett oder Öl. Ich weiß noch nicht genau, wofür wir das nutzen können. Das ist alles Cooking Ingredient. Kann ich eigentlich auch so essen, ne? Ja. Ich meine, gekochte Kartoffel. Da muss ich halt auch gucken, die Tomatendosen. Ja. Hm. Gut, also ich mache dann mal mein Inventar leer. Ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung ich looten gehen möchte. Weil wir haben halt so viel... Wir haben schon viel angeguckt, aber es fehlt noch einiges, glaube ich. Warte mal, wie machen wir das jetzt? Oh, Blätter, ganz wichtig. Äste. Stöcke. Dann mache ich die einfach hier rein und sag dann, jo. Dann hat die ein bisschen was zu tun. Und das ist das. Das ist das. Das mache ich wieder rüber. Das müsste ich hier irgendwo noch reinkriegen. Federn. Steine. Das Leder sollte ich noch rüberbringen irgendwo. Und die Nägel haben wir auch noch. Okay. Gut. Ich hinterfrag das nicht. Ich hinterfrag das gar nicht. Ich sag dazu auch nichts. Das gibt nur Ärger. Ja, hier. Das kloppe ich einfach mal da rein. Die Kartoffeln auch. Das Feuerholz mache ich hier einfach unten die Ablage rein. Gut. Was zu trinken brauche ich nicht. Wir gehen looten. Da finden wir eh immer genug. Und Munition haben wir jetzt dabei mal. Weil davon finden wir tatsächlich ein bisschen. Okay. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich hin will. Wir könnten mal, dann lasse ich das Auto mal hier. Wir haben da hinten noch den Hügel, wo der Sniper-Dude sitzt. Aber was da ist, weil wir haben, also was in die Richtung ist, haben wir jetzt noch gar nicht. Das heißt, da würde ich jetzt einfach mal so hingehen, mal gucken. Ohne Auto. In der Hoffnung, dass man hier ein bisschen was machen können. Okay, also der Sniper-Dude, der sieht uns halt viel zu schnell so. Ich meine, der sitzt da mega gut da oben. Ich speichere mal zwischen. Ich weiß nicht, ob ich den da oben rauskriege. Ich habe eigentlich jetzt auch nicht vor, den Krieg schon wieder anzufangen mit denen. Aber im Schatten der Bäume könnte es ja besser gehen. Ja, hab ich schon gesehen. Ja. Boah, leckt mich am Arsch. What the fuck? Was hat denn der für... Also, das kannst du vergessen. Ihr könnt gerne mal ins Inventar in die Comments schreiben. Bezüglich... ob ich mal Revive machen soll. Aber ich finde halt, das ist, nö. Revive habe ich eigentlich keinen Bock zu. In vielen Spielen tut man einfach nur reinladen. Also ich habe mir überlegt, dass wir das ruhig mal machen können. Generell. So, dass wir sagen, jo, wir nutzen... Ich weiß nicht, wie weit sieht denn der? Also wenn halt im Spiel ein Revive oder so gibt, dass man halt sagt, wir spielen das mal wirklich hundertprozentig Survival-mäßig, wie es halt wäre. Bro, wie kannst du mich hier sehen? Genau, dass man sich ein, dass ich mir eigentlich ein, warte, ich habe meinen Satz gleich formuliert, dass ich mich vorher darauf einige. Das kannst du keinem erzählen, dass du mich hier siehst.
dass ich mich vorher darauf einige, wie ich das bespiele. Also für welche Szenarien. Wenn ich sterbe, ist das Spiel vorbei. Ist Let's Play einfach vorbei dann. Wenn ich sterbe, lade ich neu, so wie ich es jetzt gerade mache. Wenn ich sterbe, nutze ich die Spielgegebenheiten. Leck mich am Arsch. Das kann... so. Ich brauche ein Scharfschützengewehr, um den da rauszubringen. Ja. Ich brauche ein Scharfschützengewehr. Der hat ja wahrscheinlich... Also der hat den... das 9 plus Ultra, was es an Scope gibt. Der hat wahrscheinlich... Ich weiß nicht. Vorm Weltuntergang sich nochmal schön eingedeckt. Der sieht mich durch Bäume. Durch Stein, durch... Der sieht mich überall durch. Der ist so ein Röntgenvisier. Okay, da unten gibt's Autos. Ich versuche die ein bisschen zum Laufen, weil ich will eigentlich mal in die andere Richtung gucken. Das Camp ist halt da. Wir haben auch Few Months to Winter. Ich weiß nicht, ob es den Winter schon gibt. Wenn ja, sollten wir bis dahin auf jeden Fall full equipped sein. Komm ich da hoch? Nee, ne? Oh, keine Chance. Full equipped und ja. Okay, da sollten wir nicht runterfallen. Komme ich da irgendwo sicher? Aua. Ich habe meinen Helm verloren. Und ich brauche unbedingt eine Hose. Boah, das ist alles so steil. Das ist auch schon... Wir müssen auf meinen Health achten. Ja, jetzt habe ich natürlich nichts zu trinken dabei, weil wir finden ja mal was. Hm. So. Ist da irgendwas? Das sah so aus, als wäre hier irgendein... Wir müssen noch eine Mine finden. Das wäre natürlich mega, wenn wir hier eine Mine jetzt einfach hätten. Was ist keine Mine? Ich weiß auch nicht, ob die Minen wirklich Minen sind, also so ausgebaute, oder halt einfach nur wie in Minecraft, du grabst den Loch und dann, ne, oder du findest eine Höhle. Sowas halt. Weiß ich nicht. Das ist ein Shelter, da könnte man noch Equipment finden. Noch eine Säge. Ja, nehmen wir mal mit. Wenn wir sie nicht brauchen, können wir sie immer noch in unseren Mülleimer schmeißen. Oh, das ist schon mal sehr nice. Gut, also wir haben was zu essen, was zu trinken. Ich dachte, man findet das. Oh, gar nicht gesehen. Ja, nein. Lol. Wir haben fast das komplette Inventar. Ein Blatt. Sehr nice. Und Sprit gibt es hier auch noch. Wenn es hier jetzt Nebel gibt, haben wir ein richtiges Problem. Weil ich glaube nicht, dass wir den Berg einfach mal eben wieder hochkommen. Hm. Vorne ist eine Hütte. Ich gehe da mal hin. Sieht mein Stamina aus. Ja, geht. Wobei, Hunger und Durst habe ich eigentlich nicht. Waren wir hier schon? War das das Sägewerk, wo wir schon waren? Oder nicht? Weil den Pickup haben wir schon einmal gesehen. Ich glaube schon, ne? Ein Hammer. Ich glaube, wir hatten den Hammer auch liegen gelassen. Ich meine, wir waren hier schon, ja. Hm. Wir bräuchten echt mal einen Kompass. Ich meine... Stein. Ich glaube, laut unserer Inventarliste haben wir halt, glaube ich, einen auch, oder?
Wir müssen einen Kompass finden. Den müssen wir reparieren. Gut zu wissen. Wir müssen einen Kompass finden. Wir waren jetzt in so vielen Militärlagern. Ich meine, klar, die haben moderne Technik so, aber ich gehe fast davon aus, dass die ganzen Army-, Bundeswehrleute und Co. auch mit, ich sag mal, älteren Methoden eine Karte lesen können. Weil was machst du, wenn die Technik ausfällt, ne? Kannst du dich halt nicht darauf verlassen, immer. Weil sonst bist du ja verlassen, oder so. Da oben war ein Jagdgebiet, da hatten wir einen Bär gesehen gehabt. Doch, doch, das war hier. Hier waren wir schon. Hm. Da oben ist noch ein Jagdturm. Warte mal, da gucke ich mal, ob ich hinkomme. Aber hier war ein Bär das letzte Mal, dementsprechend. Ah, ja, ja, hier waren wir, genau. Das war unser Koffer. Nur für den Fall. Der Bär war hier irgendwo gewesen, auf dem Hang. Es kann sein, dass es der war, den wir getötet haben. Kann sein, dass es ein anderes. Kann sein, dass er respawnt. Das weiß ich natürlich nicht. Wir waren da hinten gewesen. Hier waren wir nicht. Ja, natürlich. Da sind sogar zwei Bären. Ja, wenn einer nicht schon genug wäre. Mann. Vor allem, ich meine, ich kann die jetzt theoretisch mit der Pistole, könnte ich die vielleicht beide kriegen, vielleicht, aber da ist noch ein Bär. Ach du Scheiße. Der kommt direkt auf uns zu. Oh, ich komme da nicht hoch. Ich will aber das Camp looten. Ich komme da nicht hin. Yay, ein Platt. Oh nein, geh woanders hin. Tu dir selbst den Gefallen. Komme ich von der anderen Seite da irgendwie hoch? Ich glaube, das kann ich vergessen. Komm schon. Naja. Ist nur nicht stürzen, ne? Hm. Sollten wir Energie bewahren. Nur für den Fall, dass der Bär mich doch erkennt. Ich sag mal so, die Bären, also die Achtung Bär-Schilder sind hier sehr zurecht aufgestellt. Sehr zurecht. Also die haben auf jeden Fall ihren Grund, dass sie da stehen. Okay, ich esse mal was, dass die Stamina hochgehen. Hoffen, dass der Bär mich nicht sieht. Oh. Ich habe jetzt immer Angst, wenn ich was esse. Das letzte Mal war das sehr traumatisierend. Okay, das sollten wir mitnehmen. Oh, das ist gar nicht Achtung Bär. Wir sollten aber mal ein Achtung Bär-Schild dahinstellen, meiner Ansicht nach. So. Ich weiß nicht, ob da oben irgendwas ist. Hm. Also, falls wir eine Mine finden sollten, oder wie auch immer die aussieht, weiß ich nicht mal, aber falls wir eine Mine irgendwie finden sollten, dann bräuchten wir halt auch noch eine Spitzhacke, ne? Oh, was ist denn das? Ah, das ist das Ende der Straße. Ja, ja, genau, hier waren wir schon. Gott, ich bin ja am Arsch der Welt. Ja. Nun gut,
gucken, wo wir hier noch langkommen. Finden wir noch hier irgendwas Schönes? Oder sind hier auch nur wieder Leute, die uns erschießen wollen? Was mich jetzt auch nicht unbedingt wundern würde. Scrap. Oh, Flaschen. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal, aber das habe ich anscheinend übersehen. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir hier waren. Aber nichts respawned oder so. Also die Items respawnen hier nicht. Was ich eigentlich ganz gut finde, weil das macht es halt auch wieder realistischer. Es ist immer so eine leichte Gratwanderung zwischen Realismus eines Spiels und bis zu welchem Grad es gut, wie es dem Spiel auch Spaß macht. Wenn es zu heftig ist, also hier ist zwar ganz nett, aber hier wird nichts mehr kommen. Das ist Map-End, denke ich mal. Wir brauchen unbedingt eine Karte. Also eine Karte, Kompass, sowas, was wir uns halt ein bisschen mal orientieren können. Beziehungsweise, ja, Kompass. Also eine Karte wäre schon fast wichtiger als ein Kompass. Weil ich meine, man sieht ja in der Straßenlandschaft und Co. was wo ist. Gut, dann würde ich sagen, mit dem Ausblick verabschiede ich mich für diese Folge. Wir sehen uns nächste Folge wieder und bis dahin. Ciao.